Moin Leute, ich heiße euch herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Rolling Leben. Wir machen heute noch das Haus hier fertig, meine Pagode und gehen dann zum Baumhaus und bauen das fertig oder ja, die Welt, die Farmwelt ist noch nicht resettet, weil es gibt keinen Dschungel dort. Ich bräuchte einen Dschungel unbedingt. Jo, also das erste, was ich machen will, ist, ja, die zwei Dings ein bisschen zu weit auseinander. Ich möchte die gerne ersetzen mit dem Dschungelholz, ja. Okay, nein. Ich muss kurz schauen. Ja, mache ich ab hier. So. Jetzt natürlich hier. Die Leiter habe ich, ja. Oh, sieht das schön aus. Und mega cool, Mans Baumgarten, der leider wahrscheinlich weggenommen wird, weil er Kritik geendet hat. Ich habe ihm dafür hier einen Baum hingetan, weil ich eben dieses Fichtenholz brauchte. Ah, sieht das gut aus hier. Ja, ich finde den Lebensserver, also diesen Server, so richtig cool. Schade finde ich, dass es momentan wenig Leute drauf gibt. Und ja, es hat ein bisschen ein Problem. Aber es ist auch darum so, weil momentan wenig Leute drauf können. Und also wenn ihr drauf kommt oder kommen wollt, dann tut am besten eine gute Bewerbung schreiben, weil das hilft schon viel mehr, als wenn ihr irgendwas schreibt, ja, ich weiß nicht. Oder ich bin kindisch. Weil der Server sollte so kindisch wie möglich sein, damit einfach weniger gegrieft wird, weniger beleidigt wird und alles Mögliche. Und ja, das ist einfach so ein bisschen erwachsen klingt. Muss jetzt nicht erwachsen sein, aber es wäre einfach gut. So. Und ja, Bewerbung gibt es, das ist gut, aber eben die werden nicht angenommen. Ah, ich will nicht das. Oder einfach wegen Zeit. Mängel oder so momentan nicht angenommen. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr ein bisschen ja, Mühe gebt und ich dann euch sehen kann. Das ist wirklich schön so. Ich habe zu wenig Holz. Ich brauche so viel Holz. Gott, oh Gott. Ich habe so viel von diesem Dschungelholz auf dieser kleinen Insel dort abbauen müssen, also so richtig farmen und ja, seht es. Ich muss schon wieder kurz die Kiste schauen. So. Also, das Ziel von diesem Haus ist es einfach, immer andere Holzarten zu nehmen. Und so hat ein bisschen Farbe ins Spiel bringen. Auch wenn es sehr einfach gebaut ist. Ich mag einfach, vor allem Let's Play oder so, mag ich nicht ja, so zu bauen, dass ich dann noch irgendwie Kopfschmerzen bekomme. Ah. So, jetzt brauche ich Fichtenholz. Eine Crafting Bench kann ich kurz aus dem machen. So, die Leiter wieder weg. Vor allem Fichtenholztreppen. Ich kann mehr machen. So, die anderen brauche ich ja nicht. Die Half Steps, weil es jetzt wieder klein wird. Was ist denn los? Also wirklich, irgendwas mit den Treppen ist komisch.
Jetzt. So kann ich es nicht platzieren. Ich mag das, ich mag das nicht. Es ist zu wenig. Ich muss es eins höher machen. Scheiße. Ich muss es eins höher machen. Das macht mir Spaß. Das macht mir Spaß. Mach du das so? Hey yo! Ist da wirklich, wirklich prima so. Ich kann nicht drüber. Ich muss es wieder abbauen. Ach. Ja, das Bauen Minecraft wurde irgendwie schlechter. Ich kann nicht. Ich kann die nicht anders platzieren. Ne, geht nicht. Ich muss. Ja, toll. Ah. Das ist einfach nicht gewünscht. So. Ja, genau. Jetzt schaue ich aber kurz noch zuerst und kann ich gleich noch. Da ist es im ersten. Da ist es eigentlich auch im ersten. Da ist es im ersten. Okay. Richtig. Jo. Dann können wir weitermachen. So, nochmals etwas. Wir haben ja. Also, ich nicht, haben geplant, dass man einen Bürgermeister einstellen soll. Und das klappt irgendwie nicht. Das heißt, es will niemand sich bewerben. Eigentlich will ja jeder Bürgermeister werden, aber niemand bewirbt sich. Und das ist natürlich schlecht. Also, ich mach's nicht, weil ich ja keine Zeit habe, wenn ich noch Let's Playen und Fußball spielen muss. Trainieren muss und sonst irgendwie auf die Kommentare antworten muss, alles mögliche, bin ich schon den ganzen Tag verplant. Andere können nicht, weil sie zum Beispiel bei der Polizei sind, und weitere können nicht, weil sie wahrscheinlich auch keine Zeit haben oder irgendwas. Vor allem, ja, das ist ein Problem, und ich habe schon ein paar Mal gesagt, macht doch lieber so eine öffentliche Regierung, dass alle, die auf dem Server sind, einfach abstimmen können und so eigentlich flexibel alles gemacht werden kann, ohne dass jetzt feste Regierung, feste, ja, und dann nehmen wir mit dem Wechsel und so, ist das halt auch ein bisschen problematisch. Und wenn jetzt zum Beispiel immer einer, der halt am süchtigsten ist oder am gescheitensten ist, Bürgermeister ist, macht es dann vor allem für ihn danach nicht immer Spaß. Und ja, deshalb haben wir einfach gedacht, wir machen eine öffentliche, also wir machen eine andere Regierungsform, okay? Also, versteht ihr? Es ist halt einfach nicht so geeignet für wenig Leute, eine Regierung zu haben. Und ja, wie findet ihr den Vorschlag? Also wenn jetzt zum Beispiel ja, wenn ihr jetzt zum Beispiel Bürgermeister weiter werden wollt, aber ihr könnt zum Beispiel nicht, weil jemand anders, also wenn jetzt zum Beispiel keiner für dich abstimmt oder so, was würdest du dann tun? Also, oder wenn du der Einzige bist, der abstimmt und du Bürgermeister dann wirst und so, was würdest du dann tun? Würdest du nicht auch irgendwie eine Änderung vorschlagen oder so? Weil, ja, das mit dem Wettkampf-Zeug, Bürgermeister lohnt sich hier nicht. Da lohnt sich mehr ein PvP mit ein oder zwei Leuten als, ja, Bürgermeister zu sein. Eben, weil halt
Viele Leute denken einfach, ein Server, auf einem Server zu sein vor allem, ist einfach leicht und man kann machen, was man will und so. Und das ist nicht so. Also es ist schon so, aber vor allem nicht mit Erfolg gekrönt oder so. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel vom Server kommt und denkt, ihr werdet sofort Admin oder so, dann ist klar, das geht nicht. Ihr könntet vielleicht etwas besser machen, das ist klar. Aber ihr könnt nicht einfach irgendwas, ja, zum Beispiel ein Bürgermeister werden und dann sagen, ja, find's cool, also ihr könnt jetzt gerade etwas auch als Bürgermeister etwas verändern und so. Ist ja cool, dass jetzt manche auch geschrieben haben, dass sie was sie alles machen in der Bewerbung. Ist auch gut so, aber umsetzen werden sie es wahrscheinlich nicht. Und ja. Ein Rollenlebenserver ist halt eben nicht so gemacht für Leute, die halt einfach so einen Durchsetzungswille haben, oder ja, es ist halt langwierig sozusagen. Nein, da muss ich, habe ich nicht Treppen. Ich muss noch ein paar Treppen machen hier und dann die noch mitnehmen. Das brauchen wir ja nicht. So, ja. Und eben, ein Server braucht sehr viel Geduld, auch als Spieler. Und das haben die meisten scheinbar nicht. Und deshalb fangen sie an zu stechen, an zu nerven. Dann müsst ihr euch wirklich nicht wundern, dass ihr nicht beliebt seid auf dem Server. Kann ich absolut verstehen, dass ihr stichelt oder so. Aber im falschen Platz und falschen Ort. Und ja. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. So, jetzt. Gut. Hier haben wir es jetzt noch, die Dinge hierzu. So. Schauen wir mal kurz hier raus, wo das Ding hingefahren ist. Ich frage mich, wieso als die Items so zusammenstecken und dann plötzlich irgendwo versteckt sind. Ja, sind sie. So. Bisschen blöd. Ja. Ziemlich gut. Ich schau mal von hier hinten. Da sieht man ein bisschen besser. Oh. Was? Wir haben schon Dschungelholz benutzt. Dann muss ich das noch wechseln. Hab ich nicht gesehen. Hab ich nicht erkannt. Ich will ein anderes Holz jetzt verwenden. Aber wieso? Hä? Wieso ist das jetzt Dschungelholz und nicht Ding? Ich hab Dingholz benutzt. Eichenholz doch. Ich frage mich, wieso ich das geändert habe. Dalalala. Toll, wir haben zu wenig Holz. Wir haben zu wenig Holz. Bibidibidibidibidib. Wow, so viele Eichenhölzer. Ja, ich brauche Eichensetzling. So. Und jetzt Eichenfällen für Eichenholz. Also ich habe ja mal gesagt, dass ich einen eigenen Server aufmachen will und ja, das möchte ich wahrscheinlich momentan noch nicht machen, weil ich dann noch Admin sein muss, auf allen aufpassen, so das geht momentan leider nicht. Und deshalb ja, verzöge ich es jetzt noch, bis ich einfach mehr Unterstützung habe, um ja, dann langsam zu planen, wer ist denn geeignet als Admin oder als Moderator, und dann geht's los.
Aber eben, tut mir leid, also sofort kann ich das alles nicht machen. Ich könnte nur einem Serverleiter von einem Server sagen, also fragen am besten, ja, ob er es so umsetzen könnte, wie ich es gern hätte oder ähnlich machen. Und ja, wenn er will, mich halt als Moderator zum Beispiel nur oder einfach irgendwie als, einfach dass ich Fly habe oder so, dass ich ein bisschen zeigen kann und dass ich nicht gerade sterbe im PvP. Einfach, dass ich zeigen kann, Videos aufnehmen kann. Mehr brauche ich nicht, sonst brauche ich keine Rechte. Oder es kann mir natürlich danach jemand geben. Vor allem einfach, das ist halt, ja, einfach das Coole. Also das, ja, am besten, mir fehlen hier auf dem Server einfach das Kriegerische. Es gibt zwar die Arena, aber die Arena ist jetzt wirklich, ja, die Go gehen rein mit den stärksten Rüstungen, das ist natürlich klar. Aber eben, da können halt die anderen, die kleineren, nicht rein. Die werden sofort abgemotzt, wenn jemand da drin ist. Und das ist nicht der Sinn der Sache. Also, wahrscheinlich bräuchte die Arena dort einfach bestimmte Rüstungsgruppen und wo man kurz auswählen kann und nicht sofort angegriffen wird, sie anziehen kann und dann rausgeht und dann der Arena kämpft, oder? Aber ich habe so irgendwie vor, dass wir am Anfang zwei Völker machen, später mehr, wo sich gegenseitig bekriegen oder so. Dann ist dann dort auch zum Beispiel ein bisschen Rollenspiel, man muss sich für Erze sorgen, für das Reich, man muss Rüstungen tragen, die aus Leder sind zum Beispiel. Also Leder ist das Beste, weil man das färben kann. Und nur ein Eisenschwert. Und ein Bogen, der nicht verzaubert ist. Und ein Eisenschwert, das nicht verzaubert ist, Rüstung nicht verzaubert. Dann ist das PvP noch normal. Man kann sterben. Man kann genug Schaden anrichten. Und man muss taktisch kämpfen. Weil mit Rüstungen musst du eigentlich nicht mehr so taktisch kämpfen. Nur noch die ganze Zeit hinten, 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 hinten. Und ja, das ist nicht so die Sache eines PvP, habe ich so das Gefühl. Deshalb, ja, will ich es einfach so ein bisschen umsetzen. Und bin gespannt, was so wird. Weil, ja, mir ist schon wichtig, dass es Spaß macht, weil ich merke den Leuten mit Rüstungen, die so OP sind, dass man. Ja, es ist schon schade empfindet. Das ist nicht so die der Sinn der Sache. Ich mache jetzt mal bis hier runter. Ist es eigentlich auch? Also bis hier. Weil tiefer bringt es dann auch nicht. Das sieht wieder schrecklich aus. So, jetzt muss ich die oben dann noch wegnehmen. Außerdem, ja, vor einem Jahr hatte ich das Ziel schon mal, aber natürlich wegen der Unbekanntheit, also nicht der gerade guten Werbung von mir, weil ich ja Werbung relativ hasse. Ja, nicht umgesetzt bekommen habe und weil mir einfach die Zeit gefehlt hat und so. Aber das war richtig cool, da waren noch schon mehr Völker dabei und ja, da hatte ein Volk ein Spiele mehr nicht und das war danach nicht sehr toll. Aber wenn dann wirklich mehrere mitmachen, dann ist es richtig cool. Also das wird wahrscheinlich sehr, also das wird der Hobehammer, sag ich. So, nicht schräg. Danke. Ja, mein Zaubertisch habe ich zugebaut, damit ich Bücher auf Level 1 verzaubern kann. Das sieht ein bisschen komisch aus. Södelchen, den nehme ich mit. Der Apfel kann ich hier rein tun. Birkenholz. Tropenholz. Ja, jetzt muss ich wieder auf die Dinge warten, auf die Bäume.
Ich werde jetzt mal das Birkenholz wegdingen, das brauche ich jetzt nicht. Birkenholz habe ich hier schon. Und das andere habe ich ja wieder in Kisten getan. Kann ich in die ersten Kisten holen. Und meine Kiste, meine Axt ist kaputt. So. Schaufeln habe ich auch nichts mehr, weil ich sehr viel Sand abgebaut habe. Wo habe ich den Sand hingetan? Ne, der muss. Hallo? Ich weiß nicht, wo ich den Sand habe. Egal. Einfach so ungefähr 6-7 Stacks Sand geholt, weil ich muss die Insel noch fertig auffüllen. Das zum Beispiel Sand. Aber sehr wenig. Ja, also dann nehme ich die Schaufel noch mit, sind sie. Nicht hier. Ach, Männer, ich habe Sortierung. Also, wenn ich sortiert habe, dann finde ich mein Zeugs nicht mehr. Ich hab immer eine Sauerei voll in den Kisten und ja. Deshalb finde ich meine Sachen nicht. Hier sind die Schafen. So. Gut. Hier ist zum Beispiel ein bisschen Sand. Dann der Sand ist wieder weit weg. Wahrscheinlich hier drin. Ja. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und im Lager ist noch eine. 9. Stacks Sand. kurz in die Truhe schauen. Ja. Schwarzeichen setzen kann ich rausnehmen. Sonnenblumen kann ich rausnehmen. Hasenpfoten. Strohballen. Die anderen Sachen lasse ich noch drin. Diamanten einfach zur Sicherheit. Weil ich immer mehr Diamanten verliere. Ich werde sie einfach nicht mehr wiederfinden. Sie sind einfach spurlos verschwunden. Nee, nicht hier. Da rein. Nein, nicht da rein. Da hinten rein. Weil es ja eine Alchemie-Stadt-Ding ist. Zutat. Okay, hier müsste ich ja noch sortieren. Die kann ich mal hier rein tun. Weil Redstone braucht man für stärkere Tränke. Die anderen Sachen kommen ins Lager. Eine Bierauswurfmaschine. So. Den Kühen geht's gut. Die würde ich dann auch noch füttern. Für die Jungen. Für neue Jungen. So, rein mit dir. Ja. Hä? Ich habe hier die Truhe aufmachen können. Okay. So viele Sonnenblumen. Ja, leider habe ich das damals nicht aufgenommen, aber vor 2 Monaten habe ich mit den Sonnenblumen einen Scherz erlaubt. Wir hatten so Reiche in verschiedenen Farben und ich war im goldenen Reich. Und ich habe die Sonnenblumen benutzt, um meine Farbe zu verkünden. Habe sie überall hingesetzt. Ich habe mich einfach so ein bisschen. Ja. Bisschen Scherz erlaubt. Ah, da war noch gut PvP. So, B-Knoss kommt hier rein. Ja, sind sie fertig? Noch. Nein, es ist fertig. Ein Baum ist fertig. Und es leckt ein bisschen, tut mir leid. Da irgendwas momentan wieder. Irgendwas rund. Wahrscheinlich wieder Kasperkeil. Ja, jetzt. Danke. Gib mir Setzling, gib mir Setzling. Ein Birkenholz braucht man ja nicht. So.
Das Dach, das muss ich noch überlegen. Wahrscheinlich werde ich es 5- oder 6-farbig, sogar 7-farbig alle Holzarten machen. Nein, das ist zu viel. 4-artig. 4-farbig, die schönsten 4 von den 7 mache ich dann als Dach. Auf jeder Seite ein Holzart. So, am besten das. Wie kann ich das machen? Dass an den Ecken noch eine Holzfarbe ist. Also. Dann ist es schon wieder zu viel. Too much, too much, too much, too much. Ich weiß es nicht wie. Ich weiß es nicht wie. Mann, hört auch auf mit dem Gras. Ey. Immer muss dieses Gras wachsen hier. Ich will keine Knochenmehl verbrauchen, wenn ich es nicht brauche. So, hier ist auch noch Birke. Noch mehr Birken abbauen. Gene, die Gene, Gene, die Gene, den Dragon. So. Auf diesem Berg, also der ist rund, den sieht man jetzt gerade nicht ganz. Habe ich einen Wachturm geplant, schon ewig kein. Komme ich nicht dazu. Dann habe ich ja eben das Baumhaus, komme ich nicht dazu. Den Bauernhof, den macht auch niemand, den muss ich wahrscheinlich dann noch machen. Komme ich auch nicht dazu. Es ist richtig, ja. Die Zeit fehlt einfach. Die Zeit und vielleicht ein bisschen auch die Lust. Und ja. Rollenspiel haben die meisten leider jetzt gerade auch cool keine Lust. Es war sehr gut da einen Abend, aber dann wurde schnell übertrieben. Also, wenn ihr bitte Rollenspiel macht, übertreibt es nicht mit den Provokationen und macht das PvP in der PvP-Welt. Da jetzt niemand online ist, weil es noch zu früh ist natürlich, gehen jetzt kurz mal in die PvP-Arena, einfach kurz schauen. Und zur Fair muss ich noch kurz schauen. Ja, das Video ist bald zu Ende, also mache ich es noch kurz und dann leider schon wieder das Video, den Part weg. Der Part ist schon wieder fertig. Keinen Speed mehr gehabt. So. Ja, im Schiff. Da ist ja der Spawn. Hier. Im Schiff hat es die PvP-Arena. Und ja, hier gibt es vor allem Fallen noch. Und verschiedene Gebiete. Aber meistens, wenn ihr hier spawnt, ist hier oben irgendwo einer, der dich sofort abballt mit dem Bogen. Und oh. Ja, das ist dann schlecht. Also, wahrscheinlich kann man auch kein Wasser setzen. Wäre ja schlecht. Also, wenn ihr hier reinfällt, dann sterbt ihr, aber verliert keine Level und keine Items. Okay, hier hat es einfach Löcher, Sandlöcher. Die Wasserarena. Oh, sogar eine Strömung hier. Okay. Ja, also die PvP-Arena finde ich schön. Einfach eben ein bisschen Sicherheit und ja, eine Regel oder so, dass man einfach nicht gerade zu OP herein sollte oder so. Einfach ja, einen Umkleideraum oder so und wo alle eine Gesichter
eine gesicherte Truhe hinstellen können, wo sie die Rüstungen reintun und die Items, am besten nur ohne Items hier reinkommen. Und ja. Und vielleicht mehr Ausgänge. Oder dass man irgendwie so im Kampf ist und dann nicht raus kann, aber wenn man nicht im Kampf ist, kann man raus. Oder eben, dass man zuerst einen Gang entlang muss, dass man immerhin noch ein bisschen angreifbar ist. Jo. Sonst ist eigentlich alles gut und eben hier ist noch Pleite. Also ist noch niemand drauf, außer den Shake Ray. Ja. Also, Dankeschön fürs Schauen, bis zum nächsten Mal. Tschüssli.